Heute geht es bei uns um Bodenprobe zum Erfüllen des ökologischen Leistungsnachweis, kurz ÖLN, der vom Bund vorgegeben ist. Wir müssen mindestens alle 10 Jahre Bodenprobe entnehmen und auf Nährstoff Kali und Phosphor analysieren. Das ist nötig für alle Flächen, die in der Fruchtfolge sind, also ackerbaulich genutzt werden und grösser als 1 Hektar sind. Ausgenommen von dieser Pflicht sind Weiden, wenig intensiv genutzte Wiesen und Biodiversitätsförderflächen. Da wir eine recht grosse Fläche bewirtschaften, haben wir die Proben nicht selber von Hand gestochen, sondern eine Firma beauftragt, die auf Bodenproben spezialisiert ist. Da fräset jemand mit einem Fahrzeug umeinander und macht mit einer integrierten Hohlmeißelsonde Einstiche von ca. 20 cm Tiefe und entnimmt so pro Bewirtschaftungseinheit 20 Einzelproben. Das gesammelte Material wird pro Bewirtschaftungseinheit als Mischprobe abgepackt, beschriftet und ins Labor zur Analyse geschickt. Den Sinn und Zweck dieser Analyse erkläre ich euch, sobald die Resultate bei uns eingetroffen sind.